Die Situation bei Familie Arweiler ist purer Stress. Insgesamt wohnen hier 5 Personen auf 78 Quadratmetern. Für die Eltern und auch für die Kinder eine riesige Belastung. Teilweise echt anstrengend. Die streiten sich viel untereinander. Die haben ja hier noch nicht mal einen Rückzugspunkt. Weil entweder spielt sich alles bei dem ganz Großen und bei der Kleinen im Kinderzimmer ab. Oder unser Mittlerer hängt den ganzen Tag im Schlafzimmer, weil halt nirgendwo Platz ist zum Spielen. Privatsphäre gibt es hier nicht. Bruder und Schwester teilen sich ein 12 Quadratmeter Zimmer. Der andere muss bei Papa im Bett schlafen. Mutter Christine schläft auf dem Sofa. Und das, obwohl sie seit 5 Jahren nach einer größeren Wohnung suchen. Stundenlang durchforstet Papa Dirk das Internet. Große Chancen haben sie aber nicht. Sie sind Hartz-IV-Empfänger. Der Wohnungsmarkt gibt es halt nicht her, ne? Wenn 5 Zimmerwohnungen da sind, heißt es entweder zu teuer oder frei finanziert. Und da haben wir dann als Leistungsbezieher keine Chance. Und das geht auf Kosten der Kinder. Der Stress fängt schon morgens im Bad an. Es gibt einfach nicht genug Platz für alle. Felix wünscht sich endlich mehr Platz für sich alleine. Ich mache mich dann immer breiter, mich das ganze Bett für mich. Ich will ein eigenes Zimmer. Jetzt schaltet sich auch das Jugendamt ein. Auch die Behörde macht sich Sorgen um die Kinder, muss sie zur Not sogar aus der Familie holen. Davor haben die Eltern große Sorge. Es ist mittlerweile schon 2 Meldungen beim Jugendamt eingegangen. Und deswegen möchten die halt auch, dass jedes Kind seinen eigenen Schlafplatz bekommt. Familie Arweiler möchte, dass der Albtraum endlich ein Ende findet. Sie weiß nicht mehr weiter und hofft einfach, dass jemand eine größere Wohnung für die Eltern und 3 Kinder hat.